Mitgliedschaft mit Herz. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Diese ebenso einfache wie erfolgreiche Idee ist der Gründungsgedanke sowie die Basis für das Wirken der Volksbank Weinheim und ihrer Stiftung. Dieser Gedanke steht auch Pate für die Förderplattform gemeinnütziger Projekte und der Mitgliedschaft mit Herz, über die sich am Dienstag Vereine der Region informieren konnten. Die Mitgliedschaft mit Herz ist eine besondere Form der Mitgliedschaft, wo die Mitglieder der Volksbank Weinheim ihre Dividende zugunsten der Volksbank Weinheim Stiftung spenden können und somit den Grundstein bieten, dass wir regional weitere Projekte fördern können. Das Geld geht zunächst an die Stiftung der Volksbank Weinheim. Gemeinnützige Vereine und Institutionen haben dann die Möglichkeit, sich um diese Gelder zu bewerben. Das alles wird durch die Plattform Mitgliedschaft mit Herz ermöglicht. Ganz konkret den Hemsbacher Heimatkerbeverein, dann die Weinheimer Jugendmedien, dann ein Hip-Hop für Mädchen. Das sind so drei Projekte. Eine von der Grundschule, der Karl-Orff-Schule, haben wir ein Smartboard unterstützt. Also Sie sehen auch ganz vielfältig von verschiedensten Vereinen, auch in verschiedenste Richtungen wurden die Projekte gefördert. Es wurden bereits vielfältige Projekte unterstützt, darunter die Weinheimer Jugendmedien, der Stadtjugendring Weinheim und auch der Hemsbacher Kerwe- und Heimatverein bei der Anschaffung ihrer neuen Trachtenkleider. Wir haben unser Projekt vorgestellt, was wir benötigen, was so eine Tracht im Einzelnen kostet, haben ein Bild von uns als Gruppe beigefügt, dass man eine Vorstellung hat, wie die Trachten aussehen und dass die handgenäht werden müssen. Und das haben wir eingereicht und haben über Facebook Fans generiert und das haben wir zum Glück auch geschafft und dann haben wir die Förderung erhalten. Viele Menschen haben gute Ideen, das Leben für sich und für andere noch besser zu gestalten. Was dennoch fehlt, sind oft die nötigen finanziellen Mittel. Dank der Plattform der Volksbank Weinheim haben die Ideenträger die Chance, ihr Projekt zu realisieren. Ich bin der Jugendwart vom TTC Weinheim. TTC steht für Tischtennisclub. Ich komme vom TV Goxheim und wir machen Gerätetouren. Wir als Formation finden es sehr, sehr gut als Weinheimer Formation, dass es wirklich eine Volksbank hier ortsansässig gibt, die auch die Vereine unterstützen wollen. Ich fand die Veranstaltung sehr informativ und finde es sehr gut, dass die Volksbank jetzt mit so einem Crowdfunding-Projekt Vereine unterstützt, dass man die Möglichkeit, indem man die eigenen Mitglieder aktiviert, erstmal in die nächste Runde kommen kann, dass man Geld bekommen kann. Problematisch ist es immer, wenn man was Neues auf den Weg bringen will, eine neue Neuerung, und die Leute noch nicht genau wissen, worauf sie sich einlassen. Also Tischtennis ist nicht die Sportart, die jetzt neben Fußball und teilweise auch Handball noch brilliert, was Sponsorengewinnung angeht. Aber deswegen sind wir auch extrem dankbar, dass die Volksbank sowas hier anbietet. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Egal, ob es sich um ein großes oder kleines Projekt handelt, mitmachen ist einfach. Online unter volksbank-weinheim.de bewerben. Dann durchläuft das Projekt zwei Phasen. Zunächst sollte man von möglichst vielen Fans eine Stimme einholen. Ist das erledigt, startet die Finanzierungsphase. Sobald genügend Geld für die Realisierung des Projektes gesammelt wurde, können die Initiatoren durchstarten. Wir sind nach wie vor in der Ausgestaltung und auch in der weiteren Verbreitung dieser Idee und hoffen natürlich, dass diese Idee, weil sie einfach sehr, sehr regional ausgerichtet ist, auch weitere Nachahmer bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken finden. Gemeinsam gute Ideen verwirklichen. Mit der Mitgliedschaft mit Herz der Volksbank Weinheim kann aus einer guten Idee ein tolles Projekt werden.